Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten FIFA 16 Demo Let's Play. Wir haben uns im ersten das nochmal Anschluss angeguckt, im ersten Let's Play. Beim letzten Mal den Draft-Modus, der eigentlich ziemlich cool war und Spaß gemacht hat. Und jetzt schauen wir uns als letztes nochmal etwas genauer die Frauen an. Wir haben zwei Teams zur Auswahl, die deutschen Frauen und die amerikanischen Frauen. Wir spielen jetzt einfach mal mit den Deutschen gegen ja, die USA. Auswahl, ganz normale Trikot auswählen. Wusste gar nicht, dass die mit roten Trikots spielen. Die Deutschen ja, glaube ich, auch mal. Wann war das? 2008 oder so. Man sieht schon, die Frauen haben ebenfalls hohe Werte. Ich muss echt zugeben, Angerer kenne ich. Die Pop kenne ich. Petermann sagt mir, glaube ich, was. Da hört es aber auch schon langsam auf. Aber man sieht hier, die Guten sind teilweise gar nicht drin. Ne? Alushi. Dann hauen wir die nochmal rein hier. Für die Leupolds. Lushi lassen wir dann erstmal draußen. Warum spielt denn eine ZOM? Was ist denn das für eine Aufstellung? Naja, da vertrauen wir denen einfach mal. Und spielen. Ja, man sieht, Deutschland hat 5 Sterne, die USA haben auch 5 Sterne. Aber es wurde gesagt, dass die Frauen bekommen eine einzelne Wertung. Es ist aber so, dass wenn man jetzt mit einer 85er Frau spielt, es nicht so ist, als ob man mit einem 85er Mann spielt. Also, achso, da durfte ich nicht denken. Die haben einzelne Werte, sind aber schlechter. Also es ist so, als ob man theoretisch gesehen hinschreibt, als ob man jetzt die erste und zweite Liga einzeln bewertet und auch einem Zweitligateam 5 Sterne gibt, das aber nicht zu vergleichen ist mit dem Erstligateams. Also es ist halt eine ganz eigene Bewertung, die keine Maßstäbe mit den Männern zulässt. Was die beste Lösung ist, weil niemand möchte irgendwie, also allein schon mal psychologisch gesehen, mit einem Team spielen, was, weiß ich nicht, vergleichsweise 2,5, 3 Sterne hat, sondern dann hat man 5 Sterne Frauen und das oder 4 Sterne Frauen. Und das lässt, glaube ich, auch eine genauere Bewertung der Teams zu. Und ja, das ist eigentlich die beste Lösung. Und dann ist das auch eine schwere Anmaßung von EA, wäre es auch zu sagen, dass die beste Fußballerin bei den Frauen nur 64 stark ist oder so beispielsweise. Dann würde es wieder große Diskussionen geben. Will keiner eigene Bewertung. Jeder ist zufrieden. Die Deutschen haben bei den Frauen auch 5 Sterne. Alles ist im Lot. Ja, also man sieht auch, haben sie auch gesagt, die Haare wippen schön mit. Also man sieht auf jeden Fall, dass da weibliche Charaktere sind, der Körperbau ist anders. Also es ist nicht, wurde nicht einfach ein Frauenkopf auf einen Männerkörper, jetzt sagen wir mal, gesetzt. Man sieht schon, dass das anders aussieht. Aber an sich, die Steuerung ist komplett gleich. Da ist jetzt nichts großartig anders. Man kann auch hier das schöne Antäuschungsdribbling machen. Das war jetzt wieder nicht so gut, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht, mit welcher Stärke ich spiele, und welcher Schwierigkeitsstufe. Ich denke mal, es ist noch Weltklasse. Wir konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen aufs Spiel, damit ihr auch mal Tore seht.
schmeißen sie mich hier hin und her und lassen mich nicht an den Ball. Das ist definitiv Weltklasse. Also die Stufe und nicht unbedingt die Taktik. Vor allem, wenn man hinten rum spielt. Also Bayern macht ja wenigstens im Mittelfeld. Vielleicht gibt es ja dann noch im nächsten Jahr die Foot-Frauenlegenden mit Birgit Prinz und anderen Spielern. Ich weiß nicht, ob Martha noch spielt oder ist mittlerweile auch schon in Rente ist. Ich glaube, die spielt noch, ne? Martha? Spielt die noch? Weiß ich nicht. Und den Kettnamen habe ich auch schon mal gehört. Kessler ist nicht Nadine Kessler oder so. Hinten rumspielen, weil da niemand steht. Das ist so eine Schiedsrichterin. Aber ist es nicht auch so, dass bei den Frauen noch oft Männer pfeifen? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke eigentlich selten Frauenfußball, eigentlich nie. Auch die WM habe ich, glaube ich, nicht verfolgt. Oder was war letztens? EM, WM? Ne, WM war letztens. Da hatte ja noch die Alex Morgan. Die war noch im Finale, die haben gefahren. Ja, schweichen sie nicht auch wieder hin und her. Ja, warum läuft sie denn? Warum bleibt sie denn da stehen? Also das ist ja echt. Wäre zwar eh nicht angekommen, aber. Es war eh nicht angekommen, aber wenn ich durchgekommen wäre, dann wäre die doofe Kuh einfach weitergelaufen. Ja, so geht auch eine Demo rum, wenn man einfach 700 Mal rumspielt, ey. Ja, da konnte ich jetzt auch echt wenig machen, geil. Boah, was war das denn? Mach doch einfach den Pass. Der steht da, die steht doch da. Hey, die Pässe kommen auch nicht mal ansatzweise dahin, wo ich das möchte. Also man merkt jetzt zumindest, dass diese harten, diese Flair-Pässe eigentlich fast überhaupt nicht mehr ankommen. Also da merkt man dann schon, dass das keine 85er-Spieler sind. Da sind die Zöpfe gerade schön mitgewippt beim Kopfball. Dann wechseln wir jetzt nochmal schnell aus. Die sind halt auch schon vollkommen fertig an. Nehmen wir mal hier Alushi. Petermann noch nie gehört. Kenne ich auch nicht. Aber bringen wir mal rein, wenn ich viel Auswahl. Ach ja, und es gibt irgendwie bei FIFA so eine neue Trainerfunktion, die habe ich jetzt noch nicht aktiviert. Die können wir uns ja beim nächsten Mal anschauen. Ich glaube, das ist vor allem für FIFA-Einsteiger gedacht, dass die mit FIFA, dass sie wissen, welchen Moment sie was drücken müssen. Ist vielleicht auch ganz cool, wenn man Leuten FIFA neu zeigt, da muss man denen nicht immer sagen, was sie drücken müssen, sondern dann sagt man hier, ich mache dir den Trainer an und du drückst jetzt genau das, was der dir sagt. Und jetzt kommt hier Alushi. Nicht Timbelushi, sondern F. Alushi.
Alushi. Oh, alter Schwede, was macht die denn? Ey, was haben die denn für eine Ballbeherrschung? Also, so ein Pupspass, den ich da spiele, und ich krieg den nicht unter Kontrolle, ey, unglaublich. Jetzt auch noch eine frisch eingewechselte Spielerin der USA. Das ist schwer. Nee, das verlieren wir jetzt aber nicht mehr. Ja, das wird wahrscheinlich auch ein schönes 0-0. Da ist die Nadine Angerer. Mit ihrer schönen Frisur. Ja, das war es leider 0-0. Man sieht, es ist kein 5 Sterne gegen 5 Sterne Team. Ah, okay, ich kann sogar in die Verlängerung gehen. Dann machen wir das mal. Ich glaube, gab es das überhaupt schon mal bei einer Demo? Verlängerung? Aber die Spielerinnen sind ja jetzt schon vollkommen im Arsch. Mal schauen, ob das was wird. Dann haben wir noch Alushi. Ah, die kann sogar drinnen. Rasieren wir die mal weg. Der kam sogar. Ist gar nicht so schlecht, die Alushi. Dritte Schütze, ja, das ging doch aber vorher auch schon. Oh! Der war knapp. Ah, jetzt kann ich damit sogar. Ja, das ist natürlich geil, dann kann man die Bälle abwehren. Und. Kein Tor. Einmal weg. Trotzdem klar. Ah, ne, schade. Meine Spielerinnen sind vollkommen fertig. Aber Alushi ist noch da. Die schicken wir auch über den Platz, weil die anderen nicht mehr können. Ich glaube, man sieht das auch da an dieser, an der Markierung, dass über ihren Köpfen, dass die Spieler keine Kraft mehr haben. Zum Glück haben wir noch eine frische Verteidigerin reingeholt, die noch ein bisschen mithalten kann. Angerer Ding, hast du auch geholt. Jetzt ist die Halbzeit rum, genau. So, weiterhin 0-0. Wir gehen gleich mal weiter. Da wird auch nichts mehr kommen, weil die einfach vollkommen fertig sind. Gehen wir auf totalen Angriff, vielleicht kriegen wir noch ein Ding rein. Kriegst du keinen Krampf? Oh, jetzt ist sie so langsam. Aber das habe ich auch noch nie erlebt, dass die Torhüterin bis da rauskommt. Ja, überhaupt ein Tor hat. Also das war ja Trab, das war ja. Das hätte ja auch ein Rentner mit dem Rückstock wäre eben schneller gewesen. Boah! War ganz schön heftig. Das war ein starker Zweikampf. Shit. Crazy. Shit. So, Petermann hat noch ein bisschen Kraft. Relax. Und ja!
ist er hier wie mit Götze. Weltmeister. Boots. Bei den reingemacht. Ja, es beruhte aber auch nur das Tor darauf, dass die Amerikanerinnen sich gegenseitig umgelaufen. Aber man sieht richtig, wie die Haare sich mitbewegen. Das ist schon ganz cool gemacht. Da ist schon Bewegung im Körper drin. Ja, bleibt uns das Elfmeterschießen erspart. 1-0, das waren die Frauen. Dann sehen wir uns. Ah, hier sieht man nochmal die neuen Spielhöhepunkte. Mit der schönen Hope Solo. Wie sie das Ding gehalten hat. Und das Tor von Lena Petermann. Hier hat sich aber auch jetzt nichts großartig verändert. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und da schauen wir uns dann nochmal die neue Trainerfunktion an. Bis dann.